Die siebte Folge und auch nur noch sieben Kandidaten sind im Rennen bei Prince Charming. Woo! Und für die heutige Folge habe ich einen ganz besonderen Stargast da, Nico! Spaß, ich habe ihn nach dem Interview rausgetreten, aber das könnt ihr euch trotzdem ja noch angucken, weil ich mein erstes Interview noch geführt habe. Kleine Werbung dafür. Aber ansonsten starten wir auch gemeinsam in die Folge rein, weil der Prince ja bei der letzten Folge verkündet hat, dass es Flaschendrehen gibt, in der Villa schlafen wird. Das gab es noch nie. Was soll dieses Drama? Wir sind gespannt. Wer sich natürlich aber trotzdem alles angucken will, kannst du auf Tipp Plus machen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ansonsten mich abonnieren und gemeinsam Spaß haben. Wir schauen jetzt rein, wie es weiterging. Haben wir unten genug Platz? Ja. Schon mal ein schönes Rechnen. Sind wir noch zu dritt? Dann können wir alle unten pennen, oder nicht? Ja. Nein, das machen wir garantiert nicht. Was für eine dumme Idee, Leon. Tim möchte nämlich den Prinzen ganz für sich alleine haben. Oh, wie besitzergreifend. Das ist meine Art vom Verführen. Ach, ich muss jetzt mal schauen, dass ich nicht zu viel furze, weil ich meine, mit den Jungs kann ich ja einfach loslassen, aber wenn der Prinz da ist, muss ich schon ein bisschen gucken, dass da nicht immer alles stinkt. Und ich muss da direkt sagen, in der ersten Folge beim Kennenlernen hatte Tim schon diesbezüglich Probleme beim Kennenlernen. Jetzt macht er sich auch große Sorgen. Vielleicht sollten wirklich nicht alle beim Prinzen übernachten, Tim. Da natürlich jetzt aber auch Flaschendrehen angesagt ist, sind alle Leute auch ein bisschen aufgeregt, weil, naja, wenn jeder den Prinzen küssen darf, naja, küsst ja jeder den Prinzen. Oh nein. Flaschendrehen spielen wir, wie spielen Flaschendrehen heute mit dir leck. Und was macht man praktischerweise immer kurz vorm Flaschendrehen? Erstmal eine rauchen, weil man weiß, Fabian findet das ja richtig ekelhaft. Oh, das ist so ein guter Plan. Schöne Sache. Oh, schöne Sache, Harry. Sehr schön. Ich wollte nicht Flaschendrehen spielen, weil ich keinen Bock hatte, dem Fabian beim Knutschen zuzugucken. Er hat ja den direkten Vergleich, ne? Würde ich sagen. Und jetzt überlegen wir mal ganz kurz, was das für eine Katastrophe für Basti ist. Weil es ist ja das Einzige, was er derzeit zu bieten hat, irgendwas Körperliches. Und wenn die anderen jetzt im direkten Vergleich auch noch besser sind, ja, dann kann er ja auch direkt einen Koffer packen. Ich glaube tatsächlich, dass so eine Situation mir viel mehr Freiraum und so Möglichkeit bietet, als jetzt vielleicht ein ernsthaftes Date. Weil bei einem ernsthaften Date muss man ja dann reden. Nein, Spaß, das größere Problem ist natürlich, dass alles immer sehr gezwungen ist auf einem Date. Und so in einer großen Gruppenveranstaltung ist man ja auch einfach lockerer und dann kann man sich ja mal wirklich kennenlernen. Vor allem halt mündlich. Pflicht? Okay. Du musst die Augen schließen. Ich drehe nochmal rum, auf wen die Flaschenhals zeigt. Mhm. Gib den Kuss, du musst raten, wer es ist. Okay. Oh. Gut. Und ich finde, das ist eine super faire Pflichtaufgabe. Ich kann mir vorstellen, dass andere Kandidaten nämlich gesagt hätten, oh, hast du gerade Pflicht gesagt? Gut, dann müssen wir beide jetzt mal ganz kurz in der Besenkammer verschwinden. Sowas lässt sich ja trainieren. Und während es bei manchen Leuten nur einen kleinen Bussi gibt, knutschen die beiden schon wieder sehr wild rum, weil die es ja schon gewohnt sind. Und das ist eigentlich auch schon ein bisschen langweilig, ne? Weil wenn die eh dauernd rumknutschen, was bringt es noch? Das finde ich auch immer bei Trinkspielen weird. Und jetzt untereinander. Okay, da muss man aber auch sagen, das wird jetzt auch nicht nur ein kleiner Bussi, sondern da ging es jetzt auch schon mehr ab, ne? Naja, und Basti kommt auch irgendwann auf seine Kosten. Und mit Leon würde ich auch gerne knutschen. Hilfe! War ich ein bisschen eifersüchtig. Weil Basti und Leon richtig rumgeknutscht haben. Und da muss man sagen, wenn der Prinz auch schon wieder ein bisschen eifersüchtig ist, kann er wenigstens mal ein bisschen nachvollziehen, wie es für die Kandidaten die ganze Zeit ist, die jetzt ja nur durchleben. Ja, und dann haben sie noch witzigere Ideen. Richtig den Kopf rein. Moment, sie wollten Wodka seinen Rücken runterfließen lassen und Basti sollte das auffangen und dann trinken und das klingt irgendwie nicht sehr durchdacht. Nee, nicht gut. Weil sie allerdings dann irgendwann komplett versaut worden sind, sind sie noch in den Jacuzzi noch gehüpft und da ging es dann weiter. Ich liebe das Sleepover. Ich finde das super, dass der Fabian da ist. Ich finde das so cool. Da lernt man einander nochmal auf einem ganz anderen Level kennen. Man kann auch entspannt sein. Leon wirkt zum Glück bei diesem Interview gar nicht, dass er erst eben aufgestanden ist oder seit 3 Stunden schlafen gehen wollte. Ja, ich liebe, dass der da ist. Man kann voll entspannt sein. Oder ist ein bisschen bekifft, das kann auch sein. Naja, was es allerdings auch gibt, sind Dreierküsse. Eine spezielle Entspannungstechnik, die vor allem die Zunge entspannt. Und das sah allerdings aus, dass sie richtig losgelegt haben und vielleicht auch schon ein bisschen geübter darin sind. Vielleicht haben die bei der letzten Poolparty doch alle miteinander rumgeknutscht. Na, ich glaube denen kein Wort mehr. Ja, ich würde da gerne an Tims Stelle sein. Aber irgendwie grabt sich einfach nur der Tim die ganze Zeit in Fabian und Basti sitzt da still neben und denkt sich so, naja, schade. Also Basti, du kannst noch ein bisschen aus dir rauskommen, das wäre generell mal schön. Nachdem allerdings alle Alkoholflaschen irgendwann geleert wurden und die Kandidaten noch einfach nur müde sind, muss natürlich auch noch geplant werden, wo schläft der Prinz, wo schlafen wir alle, wie schlafen wir? Das überlege ich mir jetzt mal, was hättet ihr denn so im Angebot?
Also hier hat es zwei Betten frei. Zufällig das Bett, wo ich gleich schlafen werde. Und ach, guck an, das Bett, wo du gleich schlafen wirst. Mensch, was ein Zufall. Dann schlafen wir doch dann einfach da, oder? Ja, so hat Tim das dann geklärt. Gute Nacht. Und es ist jetzt auch schon vollkommen normal geworden, dass jeder einen kleinen Gute-Nacht-Kuss bekommt, so nacheinander wie in einem Harem. Allerdings sind jetzt Basti und Leon trotzdem oben geblieben und alle anderen schlafen im Keller. Ich dachte, die wollten alle gemeinsam schlafen. Na, dann darf sich jetzt Basti aber auch nicht beschweren, wenn er sich selber ein bisschen auskapselt hier. Ja, ich war so unsichtbar, hatte ich das Gefühl. Wem schläft er denn da unten? Ja, mit allen, außer mit uns. Und ich schmor jetzt die ganze Zeit in meinem Bett, anstatt ein bisschen die Initiative zu ergreifen, weil das ist die beste Lösung. Ja. Warum bist du überhaupt hier? Ich bin ja total kaputt jetzt. So, das Bett neu anziehen für den Herr. Ja, sehr lieb, vielen Dank. Ich glaube, ich kotze gleich, ich kotze dir. Ja, dann kotzt doch. Dann kotzt doch. Trotzdem ziehe ich jetzt hier das Bett und ihr dürft dann zugucken. Und so hat Tim dann den Plan umgesetzt. Also ich finde, das ist auch zwischen Basti und Tim gerade wie Tag und Nacht, oder? Tim ist voll auf Angriff, Tim grabt sich den, Tim macht und Basti sitzt daneben. Ah, mit mir macht das nicht. Warum nicht? Warum wohl? Naja, aber irgendwann ist auch Schlafenszeit. Dass es bei der Hitze im Süden aber auch immer so schwer ist, in den Schlaf zu finden. Spannend. Und die beiden haben sich dann unter die Decke gekuschelt und noch ein bisschen aneinander rumgerieben, ein bisschen rumgeknutscht und man fragt sich so, ist noch mehr passiert? Würden sie wild miteinander hardcore rummachen, während die anderen beiden da schlafen und auch was vom Prinzen wollen? Möglich. Ich habe da auch mal rüber gelünkert, was bei den beiden da so abläuft. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht viel gesehen. Ich weiß nicht, was da heute Morgen schon passiert ist, ob sie sich vielleicht auch einen guten Morgenkuss gegeben haben. Eine Umarmung wird auf jeden Fall drin gewesen sein. Okay, meine Beobachtungen im Gegensatz zu Alexander sind auch wie Tag und Nacht. Ich denke, vielleicht haben die schon wild miteinander rumgemacht und wirklich was gevögelt. Und Alexander denkt sich so, Umarmung war drin, vielleicht haben die sich sogar geküsst. Ja, gut. Aber die Nacht ist vorbei, der nächste Tag erstrahlt. Ja, wie ist die Lage? Wie immer gut. Immer, bist du verkatert? Immer gut. Bin ich verkatert? Das ist für Anfänger. Oh Gott. Da merkte Fabian bestimmt ganz kurz, wie alt er im Gegensatz zu Leon ist, wenn er hört, ach, kein Kater nach einer Saufnacht. Wie geht das? Aber darf man auch mal ganz kurz ansprechen, dass Leons Haare wahrscheinlich auch noch eine kleine Party gefeiert haben? Ja, doch. So ein bisschen schöner habe ich mir das vorgestellt, dass wir hier gemeinschaftlich sitzen. Ich glaube, dass ich die Jungs jetzt noch mal besser kennenlernen, einfach ein bisschen entspannter kennenlernen, nicht immer in so einer angespannten Date-Situation, sondern ein bisschen mehr im Alltag, wie sie sind. Ja, der berühmte Alltag in einer Dating-Fernsehsendung. Wer kennt ihn denn nicht? Allerdings muss ich sagen, das Sleepover an sich ist eine gute Idee. Das sollte man häufiger in solchen Sendungen machen. Jetzt bei denen hat es, glaube ich, nicht viel gebracht, weil Fabian sowieso ja nicht so an Deep Talk interessiert ist. Aber generell war es halt gut. Können auch ein bisschen trainieren. Begeisterung. Hört sich gut an. Dann legen wir mal los. Boah, wenn jemand morgens zu mir ankommen würde und sagt, wir würden jetzt trainieren, direkt nach Frühstück, hätte ich ja mal sowas von gar keinen Bock. Naja, sie legen aber los, außer einer. Und ich muss sagen, ich fühle Dennis komplett. Der sitzt sich daneben hin, starrt sie alle an, denkst du, ja? Ja, macht mal schön Sport, ist okay, aber Bock hat er selber nicht. Naja, und nach dem Sport ist dann Fabian auch wieder abgezicht, allerdings nicht ohne eine Einladung rauszulassen. Und zwar gibt es wieder ein Gruppendate, wo alle eingeladen sind, die in der letzten Folge kein Date bekommen hatten. Und das waren halt 4 Leute. Beim Gruppendate am Strand lädt Fabian seine Männer zur zweitschönsten Nebensache der Welt ein. Grillen. Ich würde Grillen nicht als zweitschönste Nebensache bezeichnen. Das Grillgut essen vielleicht, aber nicht das Grillen an sich. Also bei Leon ist mir ein bisschen aufgefallen, dass er sehr viel Drang hat, sich darzustellen. Und mir kommt es nicht authentisch rüber. Das ist für mich schon ein Störfaktor und das werde ich mal mit ihm ein bisschen ansprechen heute. Folge 7 und Fabian so, der wirkt eigentlich auf mich gar nicht so authentisch. Ich glaube, das sollten wir mal langsam ansprechen. In der 7. Folge, super wichtig. Wären wir doch nur alle so authentisch wie Fabian, oder? Dann wäre die Welt auch einfach ein besserer Ort. Mit den Männern grillen. Ja, yeah, Männer! Wie viele Schwule braucht es, um eine Wurst zu braten? Auf jeden Fall mehr als da waren, weil ich glaube, keine einzige ist so geworden, wie es hätte sein sollen. Und dabei sollte man doch meinen, dass gerade Schwule mit den Würstchen gut umgehen können sollten. Naja, schade. Nachdem sie allerdings noch gemeinsam planschen waren oder alles aufgegessen haben, alles ganz, ganz, ganz toll, hat dann Leon auch sein Einzelgespräch mit Fabian bekommen und das war irgendwie nicht so cool. Aber du bist schon so ein bisschen der Darsteller im Haus, habe ich das Gefühl, oder? Ja, ich mag es halt auch. Ja. Ja. Also mir fällt es halt auch super leicht, Leute zu unterhalten einfach.
aber entertaining macht Spaß. Und liebes Goblet, wie Fabian das so leicht verurteilend sagt, ein bisschen vorwurfsvoll und Leon darin voll aufgeht, ja, das bin so ich, ich fühle es komplett yes. Und Fabian so, cool. Naja, was man allerdings auch sagen muss, die anderen gucken dann zu. Was haben die denn überhaupt noch für Themen? Guter Leon, der kann quatschen. Ich wünschte, ich hätte so ein Talent. Ich wünschte generell, Basti hätte ein Talent. Oh Gott, das war jetzt sehr unnötig persönlich gemein. Ich fühle mich schon unterhalten, teilweise, muss ich aber auch ehrlich sagen, finde ich es ein bisschen too much, so für meine Verhältnisse. Also ich finde, ich weiß nicht immer, wie authentisch du dann auch unterwegs bist. Kurze Frage, ist man direkt unauthentisch, wenn man ein bisschen drüber und ein bisschen lauter ist? Ich finde das irgendwie einen sehr weirden Vorwurf. Vor allem finde ich persönlich immer Leute, die einfach sehr ruhig sind oder alles immer weggrinsen und alles immer auf gute Miene machen, sehr unauthentisch, weil die immer die ganze Zeit ihre Gefühle zurückhalten. Muss man ja auch mal sagen, ja. Naja gut, wir können jetzt aber erstmal an. Leon ist erstmal voll abgeschrieben. Andere Leute sind aber auch noch da. Tim zum Beispiel möchte irgendwann Kinder haben. Will ich schon, ja. Weißt du schon, wie viele? Ja, ich sage immer 4, aber das ist ein bisschen viel, ja. Aber vielleicht sind es noch 2 oder, also nicht eines, aber so mindestens 2. Mindestens 2, okay, wow, 4 finde ich schon hart. 3 genügt auch, also. 2 sind ja, auch schon. Ja, ja. 1? Genau. Oh, er möchte 4 Kinder haben und innerhalb von 10 Sekunden auf ein Kind vielleicht runtergehandelt. Wow, also noch eine Minute länger und zack, kriegt Tim keine Kinder mehr mit Fabian. Schade. Naja, man muss sagen, Dennis geht dann nochmal anders ran. Grundsätzlich. Oh. Hallo Fabian, möchtest du heiraten? Okay, und das war jetzt sehr schnell direkt. Allerdings muss Dennis ja auch mal hier ein bisschen die Zeit nutzen und die beiden reden dann wirklich übers Heiraten. Ich würde so gern jemanden heiraten und dann nach 30 Jahren immer noch so verliebt ineinander sein, wie meine Eltern das sind. Mhm. Ja, schön. Das ja. Ja, aber schön. Schauen wir nochmal zurück zu mir. Ja, lass mal. Ja, wir haben jetzt auch ungefähr 45 Sekunden über dieses Heiratsthema geredet. War jetzt auch lang genug, ne? Gehen wir mal zurück. Und das war wirklich so. Also, die haben ja mit dem Heiraten angefangen und damit geendet. Und das war direkt Stille und, oh mein Gott, da war ja gar keine Chemie. Oh Gott, ist das unangenehm. Ein Einzeldate gibt es aber trotzdem noch. Dann würde ich euch jetzt auch verabschieden. Eine Person würde ich gerne hier behalten. Das ist der Basti. Ja, ich bleibe. Oh mein Gott, danke, Basti, dass du bleibst. Darauf freuen wir uns ja alle riesig. Immer noch nicht. Ich verstehe aber jetzt wieder nicht ganz, warum hat der Basti ausgewählt? Ich meine, wahrscheinlich, weil er in letzter Zeit sehr wenig Kontakt mit Basti hatte, weil man nie zum Reden kommt. Aber trotzdem ist das jetzt nicht geil. Wir alle sehen Basti als Top-Favorit, weil wir bemerkt haben, dass er einfach auch vom Charakter her, glaube ich, ziemlich gut zu Fabian passt. Bitte was? Okay, dann hat RTL aber auch ganz schön viel jetzt und doch schon lange nicht ausgestrahlt, wenn die Kandidaten dieses Empfinden haben. Sind die mal bei einem Gespräch von den beiden dabei gewesen? Dann würden sie wahrscheinlich anders denken. Das Gespräch war ein bisschen ernüchternd, aber positiv ernüchternd, ne? Weil ich für mich erkennen konnte, dass da eben gerade noch keine Emotionen sind. Gerade keine Emotionen. Ich glaube, es war positiv ernüchternd, weil Dennis gemerkt hat, no, das passt ja mal so gar nicht. Ciao. Ja, und er wird uns wahrscheinlich dann verlassen. Wahrscheinlich genauso wie Leon schon. Ich spüre das. Nein. Aber erstmal, Leute, haltet euch fest für pure Romantik mit Basti und Fabian. Nee. Du machst irgendwas mit mir? Ja. Ich glaube, du hast so ein Bild von mir, dass ich so ein bisschen ein emotionales Wrack gerade bin. Aber so bin ich eigentlich gar nicht. Der ist ja süß. Ich glaube, dass er mir gegenüber noch ein bisschen Zeit braucht. Ich glaube schon, dass er, sagt er auch, sich ein bisschen anders verhält mir gegenüber, weil er aufgeregt ist. Und eigentlich ist er gar nicht so und eigentlich ist er bestimmt voll der tiefgründige, tolle Typ. Und ich habe dauernd auch das Gefühl, dass Fabian einfach nur Bock auf so einen kleinen Jungspund hat und den nochmal rechte ich hier, ne? Und Basti merkt es halt nicht. Aber vielleicht reden sie ja irgendwann doch noch mehr. Dann hol ich dich nochmal auf ein Date und dann können wir hier nochmal in Ruhe quatschen, so. Ja. Ja, und das ist wahrscheinlich die Definition von in Ruhe quatschen, direkt nochmal rumknutschen. Mehr ist bei dem Date allerdings auch nichts Spannendes passiert, also so wie alle Dates bei den beiden. Basti kehrt dann nie wieder zurück und alle sind Feuer und Flamme zu erfahren, was passiert ist. Also wir waren immer noch an derselben Location und dann hatten wir halt direkt einen Mehrblick. Schön. Ja, und dann haben wir halt einfach gequatscht, ne? Gequatscht, geknutscht. Also ja, war ein schönes Date. Tschüss. Aber dann war das Date auch wieder vorbei und dann bin ich halt hergekommen und also. Okay, also geflecht sind die auch nicht mehr. Die sind, glaube ich, einfach alle nur noch müde. Die haben alle gar keinen Bock mehr. Es wirkt irgendwie so, oder? Die Luft ist langsam raus. Als wurde dann allerdings auch schlafen gegangen und am nächsten Tag spielte dann wieder Partymusik. Nix da. Ah, danke, danke, danke.
Und das ist definitiv zu viel Morning Person. Oh mein Gott. Allerdings hat sich Basti anscheinend dieses Lied gewünscht und die Produktion hat es umgesetzt. Die Party kann steigen. Und sie gingen alle richtig ab und es ist halt zu viel für mich. Es ist zu viel für so einen Morgen. Allerdings, wenn sie dann alle wach werden und gute Laune haben oder, naja, keine schlechte Laune, oder wenn sie alle wach werden, belassen wir es dabei, dann ist doch alles schön. Und es gibt dann eine Person wieder, die richtig gut geschlafen hat. Es war eine ruhige Nacht, so schön. Ich habe auch besser geschlafen im Bett vom Prinzen. Weil Tim an seiner Bettwäsche geschnüffelt hat und sie noch nach ihm roch? Weird. Das ist ja schön, ne? Tim, du kannst die Bettwäsche mit nach Hause holen, ich hole ihn mit nach Hause. Und wie Tim einfach so guckte, nein, nein, den nehme ich mit nach Hause. Was soll denn jetzt diese Aussage? Was machst du hier mit meinem Mann? Tim hat schon, ist schon sehr verknallt, ne? Ich sehe euch zwei so gar nicht irgendwie. Nee. Seht ihr euch beide denn? Ja. Ja, willst du mit nach Hause nehmen? Ja. Ja, ich würde sagen, wir beide sind schon ein paar. Ihr alle irgendwie aber nicht mit ihm. Warum seid ihr eigentlich noch da? Die Dynamik wird also insgesamt langsam spannender. Und man muss sagen, Dennis hat sich jetzt schlussendlich entschieden, er möchte gehen. Er wird heute gehen und Philippe ist sehr traurig darüber. Mein Haar rausziehen. Und dann, wenn du das verbrennst, dann gehst du in die Gedanken rein, dass du dich von diesem Ort hier lösen kannst, dass du gehen kannst. Gemeinsam verbrennen sie jetzt eine Haarsträhne von Dennis und meditieren darüber und lach-yogern darüber. Ich weiß nicht genau, was sie da gemacht haben. Am Ende war Philippe am Heulen, Dennis war am Heulen, sie hatten emotional bonding. Ich habe nichts gefühlt, aber ich fühle dabei eh nie was. Weiter geht's. Hier, Mutti ist da. Wir sitzen alle in so einer Trauerfeier. Also, was ist denn hier los? Ich sag's doch, die Luft ist raus. Also, die gucken nicht mehr nach dem Prinzen. Die sind alle nur so, wann ist diese Sendung vorbei? Wir können nicht alle freiwillig gehen. Oh no, oder? Also, die fühlen ja gar nichts mehr. Allerdings gibt's natürlich jetzt die großen Gespräche und das erste führte dann auch Dennis. Ich sehe das genauso. Ich weiß ganz genau, wir sehen uns vorne links am Stampe und kann da stehen und die ganze Nacht über dich Witze machen und mit dir zusammen lachen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass wir dann zusammen nach Hause gehen. Und das ist in Ordnung. Ja. Das finde ich vollkommen okay. Okay. Ja, okay. Und Fabian kommt gar nicht zu Wort und denkt am Ende wahrscheinlich nur so, naja, er geht halt freiwillig. Dann ist er weg. Naja, aber Leon will irgendwie auch noch gehen. Aber nur vorher was klären. Ich glaube halt, du bist ultra-komplexe Personality. Und jetzt habe ich ja auch diesen direkten Vergleich mit den anderen, wo ich halt sehr schnell zumindest ein bisschen glaube, so Persönlichkeitsstrukturen zu durchdringen. Und, ja, ich finde, wir haben schon einen echt guten Tiefgang beim ersten Date gehabt. Aber das andere, was ich auch mal dann öfter dich gefragt habe, so, okay, ich verstehe halt noch nicht so deine Vision im Leben. Und deswegen passt es dann scheint sich in den beiden nicht, weil Leon zu viel Charakter hat. Das ist auch mal ein harter Grund, abgewiesen zu werden. Naja, während Fabian aber nicht ganz genau beschreiben konnte, was das Problem ist, sondern einfach nur, dass Leon zu viel Charakter hat, weiß er bei anderen Leuten nicht mal, warum er sie toll findet. Du bist fasziniert von mir und ich würde gerne wissen, was dich fasziniert. Ja, das wüsste ich auch gerne. Das wüsste ich auch gerne, hast du noch keine Antwort drauf. Nee, ich kann es nicht so schwer beschreiben. Vielleicht ist das auch, was mich fasziniert. Ich bin so fasziniert von dir, weil ich nicht weiß, warum ich von dir fasziniert bin. Und deswegen bin ich so fasziniert von... Das ergibt doch auch gar keinen Sinn. Och Gott, Fabian, also da sind mal wieder Aussagen. Halleluja, dann knutsch doch lieber wieder mit Tim rum. Und dann sehe ich dich wieder und dann bin ich so hin und weg. Und dann schläfst du mit mir so und dann... Ja, und das war super. Und dann gibt es schon die große Entscheidung. 7 Leute sind noch da, 2 werden offensichtlich gehen. Wir fangen mal mit Dennis an. Dennis, unsere Beziehung war immer so leicht und humorvoll. Aber auch, wie wir heute festgestellt haben, eher freundschaftlicher Natur. Wie wir festgestellt haben, alles klar. Allerdings, ohne eine große Verabschiedungsszene wissen wir nicht, dass die Kandidaten raus sind. Dennis geht und es gibt sogar noch einen größeren Abschied. Dank jedem Einzelnen von euch, wirklich vom ganzen Herzen. Ihr werdet für immer alle bei mir bleiben. Und ich finde, diese Abschiedsszene hat er auch verdient, weil wir ihn alle vermissen werden. Ich werde ihn wirklich vermissen. Ich wusste, er wird nie gewinnen, aber ich werde ihn vermissen. Leon, du verdienst jemanden, der deine Einzigartigkeit versteht und lieben lernt. Und das ist Fabian definitiv nicht. Ciao, haus rein. Überraschenderweise fliegt noch eine dritte Person raus. Mich gefragt, wie weit wir wirklich sind. Und ich bin leider zu dem Entschluss gekommen,
dass wir noch nicht so weit sind. Normalerweise könnte es auch einfach so klingen, dass Fabian damit sagen will, wir sollten uns noch näher kennenlernen. Hey, du hast ein Einzeldate, aber es war's nicht. Das war ciao Alex, mal nett mit dir. Und er ist auch noch rausgeflogen und wir haben nur noch 4 Kandidaten im Rennen. Ja Leute, und damit endet auch schon wieder die Folge. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare, hier irgendwo anders dran draufklicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.